Ohne Investitionen geraten Unternehmen schnell ins Abseits, wenn zum Beispiel Maschinen ineffizient werden oder neue Produkte hergestellt werden müssen. Leasing ist hier eine attraktive Finanzierungslösung, nicht nur für klassische Unternehmen. Wenn Sie sich die Landwirtschaft vorstellen, wir haben in der Regel durchaus kostspielige Maschinen, die aber nicht das ganze Jahr über eingesetzt werden. Und über eine flexible Leasinggestaltung lassen sich die Erträge und die Nutzung der Maschine an die Bezahlung der Leasingraten koppeln. Was die Kommunen anbetrifft, so arbeiten wir sehr eng mit den Kommunen und den kommunalnahen Unternehmen zusammen, vor allem in der Energiesparte. Und Freiberufler sind ja nun ein Teil des Dienstleistungssektors. Es ist die Kundengruppe, die am stärksten Leasing in Deutschland nutzt. Wir versuchen, jede Leasinglösung so speziell wie irgend möglich auf die Bedürfnisse des Unternehmers abzustimmen. Auch global tätige Unternehmen können problemlos auf Leasingangebote zurückgreifen. Wir arbeiten in 23 Ländern, von China und Russland im Osten bis USA, Kanada und Brasilien im Westen. Der erste Ansprechpartner ist in der Regel der Firmenkundenberater der Sparkasse, der den Kontakt herstellt zu dem Auslandsspezialisten seines eigenen Hauses und zum Auslands- und Länderspezialisten der Deutschen Leasing. Weitere Informationen zum Thema Leasing am 16. Mai auf der Unternehmerkonferenz in Nürnberg. Info und Anmeldung unternehmerkonferenz.de